Was geht ab, Mann, Siegfighter Hoser hier und heute zu einem weiteren Team-Rating-Video. Vielen lieben Dank auch für dieses Mal, für die ganzen Einsendungen natürlich. Und ich sage vielleicht auch jetzt schon mal frohes neues Jahr, Freunde. Schönen und guten Rutsch, auf dass ihr ins neue Jahr gut kommt. Ihr wisst die ganzen Startfloskeln, Freunde, jedenfalls. Auf jeden Fall frohes neues Jahr und vielen lieben Dank für den ganzen Support, vor allem in der letzten Zeit, Freunde. Ihr seid wirklich großartig, deswegen würde ich auch sagen, verlieren wir eigentlich nicht viel Zeit und legen direkt los mit dem Team-Rating-Video. Ich würde das nur gesagt haben, falls wir uns die Tage nicht mehr hören. Aber, ja, wahrscheinlich werdet ihr es auch in den nächsten Videos hören. So frohes Neues und so. Aber ja, muss gesagt werden, muss auf jeden Fall gesagt werden. Danke für alles, Freunde. Jedenfalls fangen wir mit dem ersten Video an. Ersten Video, mit dem ersten Team natürlich. Und so haben wir das Team von 10 Lada in Hashtag Team Osuru. Hey Osuru, das ist mein Universe 6 Team. Welche Free-to-Play Universe 6 Charaktere lohnen sich noch ins Team zu nehmen? Dann schauen wir uns erstmal gleich das Team an sich an. Und dann, ja, bitte. Behalten ihr im Hinterkopf, welche Free-to-Play-Charaktere vielleicht mal mitnehmen könnte. Und zwar sieht das Team erstmal folgendermaßen aus. Wir haben Hit als Leader, Dual-Kategorie-Leader, Universum 6, aber auch, beziehungsweise oder Universe Survival Saga. Und das funktioniert natürlich auch wie die anderen Leader-Skills, Freunde. Wenn ein Charakter zum Beispiel in beiden Kategorien ist, so gesagt, in beiden Kategorien, wie zum Beispiel, nehmen wir mal hier an, Super Saiyan 2 Kalifla. Sie ist ja sowohl ein Universe 6-Charakter, aber auch ein Universe Survival Saga-Charakter. Was passiert jetzt wegen dem Leader-Skill? Entweder oder. Sie bekommt nur den einen Leader-Skill, nämlich den besseren Leader-Skill. Also die Charaktere bekommen immer nur einen Leader-Skill, wenn sie in beide Kategorien gehören. In dem Fall, also besser, immer den besten Leader-Skill, um es besser zu sagen. Und in dem Fall ist es dann der Universe 6 Leader-Skill, Kategorie Key plus 3 HP Attack mit 170%. Genau, dementsprechend aber sind alle Charaktere im Leader Skill vertreten, das sind sie 6 von 10 Punkten, alle sind Max, 7 Max, Awake, das sind sie auch, sind 8 von 10 Punkte. Wenn wir uns mal die Charakterliste ansehen, dann haben wir folgendes, auf den ersten Blick funktioniert dein Team auf jeden Fall, so ist nicht. Welche Free-to-Play-Charaktere könnte man vielleicht mitnehmen? Um ehrlich zu sein, musst du hier keine weiteren Free-to-Play-Charaktere reinhauen, weil das Team auch an sich ist aus seinen Charakterliste eigentlich gut gemacht, also das kann man auf jeden Fall so spielen, da würde ich einen extra Punkt geben. Das sind dann hier an der Stelle, was hat eine 8, 9, 9 von 10 Punkten? Ja, 9 von 10 Punkten. Denn aus deiner Charakterliste kannst du auf jeden Fall das Team spielen. Hast auch gut gebaut, sage ich mal. Wenn wir uns den Grafen mal kurz ansehen. Wir hätten zwar einen Godku drin, aber der Godku, der linkt sich da nicht so dolle, sage ich mal. Der hätte zum Beispiel mit Hit Shocking Speed und Fierce Battle, sollte das nur sein. Aber da kann man auf jeden Fall andere Charaktere mitnehmen. Beziehungsweise so wie du es gemacht hast, passt das. Denn wir haben Hit in einer Rotation mit Bota Magetta. Bota Magetta an sich ist ein guter Charakter. Ist defensiv stark. Key plus 3 gibt er sich selbstständig. Und Attack und Death Boost oder nur Death Boost war das auf 100%. Ich schaue gleich nebenbei einfach nur nach. Aber wird dann auch noch quasi, was ist mit dem Dude? Jedenfalls gucke ich gleich wegen der Passive nach. Aber jedenfalls teilt er sich vier Links jetzt mit Hit. Wir haben hier Fierce Battle vertreten, Infighter. Das ist auf jeden Fall nochmal sehr gut. Turn of Power in Sachen Linkskill und Universe 6 Warriors. Ist auch nochmal ein Linkskill. Heißt das auf jeden Fall gut gedeckt, die beiden Jungs hier in einer Rotation. Das kannst du auf jeden Fall machen. Und zwar Bota Magetta, wenn ich das mal ganz kurz hier nachschauen darf, Freunde. Genau, Attack und Death, also Key plus 3 Awaked, Attack und Death 100% und aktiviert ein Guard, ein Schutzschild gegen jeden. Heißt, er hat dann keinen Typen-Nachteil, wenn die HP 80% und drunter sind. Also er ist wirklich gut, funktioniert auch gut in der Rotation mit Hit, wegen Fierce Battle, den Linkskills, die sich teilen, die sich Key geben und Infighter noch zusätzlich. Das sind noch weitere 10% und auf die Verteidigung minus 10% des Gegners sollte das sein. Jedenfalls in der anderen haben wir dann, wie es hier ist, Kalifla mit Kayle, das funktioniert auch. Es sind zwar 5 Link-Skills, aber das sind nur Key-Link-Skills. Also das ist halt schade an den beiden Charakteren. Aber du kannst es trotzdem auf jeden Fall spielen, weil Super Saiyan 2 Kalifla ist ein guter Charakter. Sie dodge kann sehr gut und oft dodgen, hat eine High Chance zu dodgen, hat auch einen guten Angriff-Boost, sage ich mal. Kayle auf der anderen Seite ist wirklich gut, also die Angriff-Boost 120%, macht eine garantierte Edition Attack, sollte das sein mit einer hohen Chance, dass es eine Super Attack ist und sie macht immense Damage, hat einen immense Damage Multiplayer auf die Super Attack, also sie ist echt gut, die Rotation kommt auch gut zurecht. Als Support hätten wir dann Champa für die Universum 6 Charaktere und Toppo habe ich mal hingetan, Toppo hast du auf jeden Fall gut gemacht, denn er gibt der Universe Survival Saga Charaktere einen Boost, 35% Attack und Death sollten das sein und das bekommen alle, aber weil du gefragt hast, welchen Free-to-Play Charakter könnte ich vielleicht noch holen, falls du mit Super Saiyan 2 Kayle spielen willst, damit Super Saiyan 2 Kayle als den Linkskill Super Saiyan mindestens noch hingibt für Kalifla, sage ich mal. Dann kannst du sie mitnehmen. Sie ist auch ein Supporter für Universe Survival Saga, Key plus Attack und 30%. Aber außerhalb davon, wie gesagt, passt das Team auf jeden Fall so. Kannst auf jeden Fall so spielen. Natürlich könnte man zum Beispiel auch hergehen und die Rotation anders gestalten, zum Beispiel mit C17, C18. Das würde auch auf jeden Fall gehen, so ist nicht. Die sind auch gut in der Rotation, aber
die bekommen nur den Universal Saga Boost. Das ist ein bisschen schlecht, aber nicht so schlecht. Also das ist 150%, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Aber die Charaktere sind jetzt schon, sag ich mal, bei die Awaked. Ja, jetzt sind sie noch nicht Awaked, also kannst das so spielen mit deinen Charakteren. Das ist auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und genau. So viel zum ersten Team. Dann kommen wir mal zum nächsten Team. Und zwar ist das nächste Team von unserem Boy. Bam. Hio. Hio 933. Lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osoru. Hey Osoru, würde mich freuen, wenn du mein Team bewerten könntest. Und liebe deine Videos. Vielen Dank für die netten Worte. Dann schauen wir da mal auf jeden Fall gleich rein. Und zwar haben wir hier an der Stelle das Team von Hio. Hio, wir sehen schon Rank 86. Heißt wahrscheinlich neu angefangen. Und hier aber Shoutout an dich, Hio, dass du hergegangen bist und deine Charakterliste angesehen hast und geguckt hast, was kannst du aus deinen Charakteren machen. Was meine ich damit? Denn er hat hier Kalifla gewählt als All-Types-Leaderin, denn sie gibt jedem Key plus 2 HP. Er hat eine 50%, dementsprechend sind alle Charaktere richtig gesetzt. 6 von 10 Punkte. Alle sind aber nicht Max Awaked und auch nicht Max Level, weil der geht auf 140. Ansonsten würde ich sagen, dass also wäre das ein anderer Charakter, ja, und der wäre auch nicht Max Awaked, würde es trotzdem einen Punkt geben für Max Level, wenn sie alle Max Level wären. Aber der ist halt Awaked, aber dann nicht Max Level. So, du wisst, was ich meine. Deswegen bleibt es bei 6 von 10 Punkten vorerst, aber nicht schlimm. Das Team, so sage ich mal, wirklich, Shoutout an dich. Hast du echt dir was dabei gedacht? Das funktioniert für den Anfang, denn ich schätze, du bist erst noch beim Questen, da am Stones farmen und nach willst du mal vielleicht hergehen und die Charaktere awaken langsam. Jedoch merken wir halt auch, der Leader Skill, der Boost ist, der ist gering, der ist nicht mehr so passend für die Zeit, ja. Key plus 2 HP, 50% ist ein bisschen wenig. Aber, wenn ich mir deinen Charakter, oder beziehungsweise als ich mir deine Charakterliste angesehen habe, da ist mir was aufgefallen, du könntest ein besseres Team bauen. Nämlich du hast LRGF. LRGF in der Stufe gibt den Representative of Universe 7 Charakteren Key plus 2 HP, Attack mit 130% sollten das sein. Oder Tech Charakteren Key plus 2 70%, so um den Dreh herum sollte das sein. Also das ist auf jeden Fall schon mal einen besseren Leader-Skill. Und du hast sowohl Representative of Universe 7 Charaktere als auch Tech-Charaktere. Dabei habe ich aber darauf geachtet, dass ich die meisten Charaktere aus der Representative of Universe 7 Charaktere nehme, damit sie den besseren Boost bekommen und den Rest mit Tech-Charakteren auffülle. Damit einfach die Charaktere den besten Boost bekommen aus dem Leader-Skill. Und das kannst du machen. Ich habe jetzt gerade die Charaktere gelistet, sind zwar natürlich alle Awaked, bei dir sind sie noch nicht Awaked, heißt, ja, das ist nicht schlimm im Endeffekt, beziehungsweise nicht wundern, weil sie Awaked gezeigt sind. Aber eine Sache muss ich sagen, in Sachen Awaked, dieser Godku, den habe ich zwar reingetan, dieser Godku ist aber nur Awaked in der Representative of Universe 7 Kategorie. Heißt, wenn du den AGL Godku jetzt reintust, so wie er ist, bekommt er keinen Boost. Vielleicht hier Challenge an dich, ich weiß, ob du Uigokus Event schaffst, vielleicht auf sie hart. Wenn du schaffst, könntest du mal vielleicht dich daran versuchen und trauen, die Medaille für ihn zu farmen, damit er reinkommt. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann kannst du es mit einem weiteren Tech-Charakter füllen, sei es zum Beispiel spontan Tapion. Tapion vielleicht spontan. Oder vielleicht, nee, der ist Nuker, der ist auch nicht so, ich glaube, den fehlten ein, zwei Linkskills, die sich gut decken. Ella sagt dann ebenso, vielleicht Tapion als Ersatz könntest du reintun als Tech-Charakter. Aber, wie gesagt, dann im Endeffekt würde das Team so aussehen vorerst. Du hast einen LRGF drin, wie gesagt, die sind natürlich bei noch nicht alle Awaked, aber wir nehmen es einfach mal an. LRGF, dein Leader, Uigoku ist am Start, Fitboost am Start, Godku dann natürlich, wie gesagt, wenn du ihn nicht awaken kannst, nimm vorerst mal einen anderen Tech-Charakter rein. C18 ist Free-to-Play, Representative of Universe 7 Charakter und Tech Vegito als Supporter, als Tech-Charakter, der den Tech-Leader-Skill bekommt. Weil ich habe, wie gesagt, versucht, die meisten Representative of Universe 7 Charakter reinzuhauen, das wären die alle. Und dann noch mit Tech-Charakteren aufgefüllt. Vielleicht muss da noch ein Tech-Charakter rein, wie gesagt, aus dem Grund, was ich gerade genannt habe. Und so hättest du auf jeden Fall einen besseren Leader-Skill. Weißt du, was ich meine? Hast du dann auf jeden Fall einfacher mit den Quests. Und vielleicht könntest du dich, wie gesagt, langsam trauen, die vielleicht da mal weiterzumachen. Also die Events von Ding werden auf jeden Fall schläger von Uigoku. Aber vielleicht könntest du nach und nach hingehen, versuchen mal die Charaktere zu awaken. Also aus den Events, aus denen du die schaffst, die Medaillen zu holen. Zum Beispiel Tech Vegito sollst du vielleicht erwecken können. Dann hat er zumindest mal 4 Battle zusätzlich dazu und gibt einen besseren Support Boost. Weißt du, was ich meine? Also wenn du so nach und nach hergehst, kannst du das machen. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann mach ruhig die Quest weiter mit dem Team. Jedenfalls, nebenbei habt ihr gemerkt, ich habe das nächste Team vorbereitet. Das nächste Team ist von Justin Dokan, lieben Dank fürs Einsenden. Wir haben hier Hashtag Team Osoru. Hey Osoru, hier ist mein Movie Heroes Team. Würde gerne wissen, ob man da noch was machen kann. PS, mach's coole Videos, mach weiter so. Vielen Dank für die netten Worte, mein Freund. Oh. Das ist ein geiles Szenario. Wisst ihr warum? Warum bin ich so getickt? Dieses Team wird euch auf demnächst auch erwarten als Showcase.
Da habe ich jetzt God Vegeta und Goku in einer Konstellation. In der Ultimate Welt sie halten und den Free-to-Play Vegeta und Goku Blue vollends wie Serie Awake. Und dann wird es ja quasi God vs. Blue geben. Das werde ich die Tage machen, Freunde. Ihr wisst ja, die Tage kommen eh viel und Showcases, weil da geht gerade übertrieben viel und das freut mich sehr. Aber die Konstellation ist übertrieben geil. Das gefällt mir, um ehrlich zu sein. Jedenfalls, alle Charaktere gehören zu Leader Skill. 6 von 10 Punkten, alle sind Max, Level Max Awaked. Yes, 8 von 10 Punkte. Aber gucken wir uns mal die Charakterliste an, und zwar. Das sind eine Movie-Charaktere und da kommt direkt die Gegenfrage, warum ist Allegorita nicht drin? Allegorita tust du auf jeden Fall rein, mein Freund. Supergorita kann man natürlich auch machen, aber ich würde Supergorita raustun und die anderen Charaktere behalten, weil Supergorita hat noch nicht sein EZA, hat noch die konstante Passive. Du hast mit Allegorita einen besseren, also tust du bitte Allegorita auf jeden Fall rein. Das sind deine Movie-Charaktere und das wären die Fusion-Charaktere. Ja, hier muss nicht unbedingt was sein. Aber im Endeffekt würde das Ganze dann so aussehen. Wir haben hier Super Saiyan Gorita mit Allegorita in der Rotation, 4 Linkskills. Sollten sein Prepare for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan und Golden Warrior. 6 Linkskills durch Goku und God Vegeta. Das sind bis zu 50% auf den Angriff. Und Ki plus 3, wenn mich alles täuscht. Ja, Over the Flash, Ki plus 3 und bis zu 50% auf den Angriff plus Saiyan Warrior Race, 700 Angriff. GG. Aber die Rotation ist so schmackhaft. Das würde ich so gerne auf jeden Fall zeigen, wie das funktioniert. Im Gegensatz dann dazu haben wir Free-to-Play Goku Blue, Free-to-Play Jacket. Vegeta mit 5 Linkskills ist auch übertrieben gut. Und die Charaktere sind Free-to-Play EZA-Charaktere. Die sind auch nicht zu unterschätzen. Dementsprechend wäre es die eine Änderung, die ich machen würde. Strength Gogeta raus, Allegorita rein. Und dann würde das Team auf jeden Fall so passen, wie es ist. Kommen wir zum letzten Team für heute, meine lieben Damen und Herren. Und zwar ist das Team von Kurohige. Kurohige, Hashtag Team Osuru. Hier ist mein Dream of Gods Team. Hoffentlich gefällt es dir und kannst einfach was verbessern. Danke im Voraus. Vielleicht eine Sache, Freunde. Ihr habt es vielleicht letztens gemerkt. In letzter Zeit haben die Videos etwas oft geleckt. Das sagt irgendwie, keine Ahnung. Kennt ihr Technik? Irgendwie tun die Sachen nicht, wie sie eigentlich tun sollten. Im Endeffekt hat auf einmal in den Aufnahmen die Sachen geleckt. Keine Ahnung warum, vielleicht war im Hintergrund irgendwas. Jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus, als würde alles funktionieren wie immer. Ich entschuldige mich hierbei, dass es die letzten Tage ein bisschen geleckt hat bei den Videos. Ich versuche es auf jeden Fall zu fixen, aber aktuell sieht es gut aus, sage ich mal. Aber ich habe ein Auge drauf auf jeden Fall. Und vielen lieben Dank für euer Feedback, dass ihr da direkt immer Feedback gebt, weil das auf jeden Fall immer erwünscht. Wir haben ein Realm of Gods Team. Alle Charaktere gehören zu dem Leader Skill 6 von 10 Punkten, also Max Level Max Awake 8 von 10 Punkte. Strength Rosé, Ella Goku Black Rotation, richtig gut. Goku Black müsste dementsprechend nicht sein, denn die andere Rotation würde ich gerne anders halten. Mit Super Saiyan Gogeta und Tech Vegito Blue. Warum nicht LR Vegito Blue? Gucken wir uns das Ganze mal an, Freunde. Ich habe das Team folgendermaßen umgestellt. Goku Blue erstmal rausgehauen. Goku Blue sage ich. Goku Black erstmal rausgehauen für Supreme Time. Oh, nee, West Kai heißt sie, glaube ich. Jedenfalls, sie gibt nämlich den Realm of Gods Charakteren auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%. Und gibt ihnen 7% Crit-Chance. Heißt, sie werden rein und raus rotieren, aber auch Ui Goku. Denn die Rotation haben wir mit Strength Rosé, Ella Goku Black. Müssen wir nicht drüber reden, die Rotation ist 1A. Die andere ist Super Saiyan Gogeta mit... Jetzt habe ich hier beide. Denn normalerweise ist der Faustregel, wenn euer LR Vegito Blue auf 100% ist und euer Tech Vegito Blue kein Dupe hat, dann nimmt ihr LR Vegito Blue. Wenn euer Tech Vegito Blue ein Dupe hat, nimmt ihr Vegito Blue Tech. Ich weiß ja nicht, ob dein Tech Vegito Blue ein Dupe hat oder nicht. Aber dennoch, das ist die Faustregel, aber es gibt immer Ausnahmen. Dennoch sage ich, haust du trotzdem LA Vegito Blue raus. Warum? Die Sache ist die Super Saiyan Gogeta. Denn Super Saiyan Gogeta und Tech Vegito Blue, diese Rotation, das sind eines der besten, die beiden sind eine der besten TOR-Charaktere, die funktioniert sowas von übertrieben gut. Wir haben hier fürs zweite Over the Flash, Super Saiyan und fürs Battle. Was LR Vegito Blue nicht hat, ist fürs Battle. Okay? Und die Sache ist halt die, man hat halt immer entweder LR Vegito Blue genommen oder Tech Vegito Blue, um den Charakter hier, den man hier bei der Seite hatte, sag ich mal, besser zu linken in Sachen, wenn dieser hier keinen Prepare for Battle hatte, dann hat man eben Tech Vegito Blue genommen. Wenn dieser hier keinen Over the Flash, oder wenn dieser hier Over the Flash hatte, hätte man auch Tech Vegito Blue mitnehmen können. Im Endeffekt, lange Rede, kurz Sinn, der hat beides. Der hat sowohl Prepare for Battle als auch Over the Flash. Deswegen würde ich Vegito Blue LR raushauen, weil er hat kein fierce Battle und Tech Vegito Blue hat damit einen guten Partner. Also es war immer schwer für Vegito Blue, sag ich mal. Was heißt schwer, aber es war unüblich für,
in dem Realm of Gods Team einen guten Partner für Vegeta Blue zu haben, außerhalb von Uigoku, der noch mehr gibt als nur Overhand Flash und 4 Spell. Und jetzt hat einen. Er hat noch Super Saiyan und Transformation bekommt noch Warrior Gods. Bekommt LA Vegeta Blue auch, aber mit Super Saiyan Gogeta in der Rotation und mit Tech Vegeta Blue, der fühlt sich richtig gut. Und das würde ich empfehlen. Kannst natürlich auch noch den LA Vegeta Blue weiterhin spielen, aber ich würde mit Super Saiyan Gogeta in Realm of Gods Team den Tech Vegeta Blue empfehlen, auch wenn er nicht unbedingt einen Dupe hat. Würde es trotzdem gut funktionieren, meiner Meinung nach, aber ey, ganz ehrlich, ihr könnt auch trotzdem weiterhin LA Vegeta Blue nehmen. Nur so viel dazu, Freunde, so viel zu diesem Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein frohes neues Jahr. Passt auf euch auf, Freunde. Vielen Dank für die ganze Unterstützung und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time.